Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen New Tales from the Borderlands Video. Erst vor ein paar Tagen wurde das neue Borderlands Spiel New Tales from the Borderlands offiziell angekündigt und jetzt, kurze Zeit später, gibt es auch schon die nächsten Infos zum Spiel. Im Rahmen des Gearbox Showcase Panels auf der PAX West, was für uns in Deutschland gestern Nacht leider relativ spät zu sehen war, zeigten Gearbox Software und 2K Games gleich mehrere Dinge zum kommenden Spiel und brachten damit eine Menge neuer Infos. Zum einen gab es einen Charaktertrailer, der noch ein bisschen über die drei spielbaren Charaktere Fren, Anu und Octavio zeigte, und es gab sogar das erste offizielle Gameplay in einem 18-minütigen Video zu sehen. Wenn ihr das Gameplay oder den Trailer noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr euch beides jetzt auf meinem Kanal reinziehen, aber einiges der beiden Videos seht ihr auch jetzt schon im Hintergrund. Wie auch schon beim letzten Trailer gibt es wahrscheinlich so einige Dinge, die man beim Gucken verpassen kann, wenn man sich die Videos nur einmal ansieht, deshalb nehmen wir jetzt alles schon wie auch schon beim letzten Mal auseinander bzw. begeben uns auf die Suche nach allen neuen und interessanten Sachen aus den gezeigten Videos. Aber vorher, für alle, die bisher noch nichts von dem neuen Borderlands-Stil gehört haben, eine ganz kleine und kurze Zusammenfassung. New Tales from the Borderlands ist ähnlich wie auch schon der erste Teil, der im Jahr 2014 erschien, ein entscheidungsbasiertes, narratives Abenteuer im Point-and-Click-Stil, das nicht wie Borderlands 1 bis 3 in der Ego-Perspektive spielbar sein wird, sondern mehr auf Entscheidung und Story setzt. In dem neuen Abenteuer spielt man die drei neuen Charaktere, Fren, Anu und Octavio, die auf dem Planeten Pandora leben und die mitten in eine Invasion des Waffenherstellers Tidior geraten. Das Spiel dreht sich also um drei unterschiedliche Charaktere, ihre eigenen Vorstellungen und Pläne für die Zukunft und um die Zukunft von Promethea. Das war jetzt mal ganz grob zusammengefasst für alle, die noch gar keine Ahnung hatten, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in die neuen Infos, die wir bekommen haben, denn das sind so einige. Los geht's! Die drei Hauptcharaktere, Anu, Fren und Octavio, kennen wir ja jetzt, aber durch den neuen Trailer und weitere Dinge haben wir noch genauere Infos zu allen drei bekommen. Anu, die wir direkt am Anfang des ersten Trailers gesehen haben, heißt mit bürgerlichem Namen Anuradada. Anu ist also nur eine Abkürzung oder ein Spitzname und sie ist, wie wir wissen, eine Wissenschaftlerin, die für die Atlas Corporation arbeitet. Wie auch die anderen beiden Charaktere hat Anu eine gewisse Vorstellung von der Zukunft, für die sie kämpft, wobei sie sich eine Zukunft wünscht, in der es weniger um Gewalt und Waffenhandel geht. Sie besitzt einige einzigartige Fähigkeiten, die uns zum Spiel von Nutzen sein können, denn zum einen ist sie durch ihre hohe Intelligenz sehr gut mit Wahrscheinlichkeiten berechnen und zum anderen besitzt sie ihre Tech-Brille, mit der sie die Fähigkeit besitzt, Rätsel zu lösen. Sie verabscheut Gewalt und ist in Stresssituationen nicht immer ganz so gelassen wie ihre Freunde. Dafür, dass sie beim logischen Denken sehr fit ist, ist sie sozial eher schwächer und bekommt in schwierigen Situationen auch mal die ein oder andere Panikattacke. Als nächstes haben wir Octavio, oder wie er mit bürgerlichen Namen heißt, Octavio Wallace Darr. Octavio ist der Adoptivbruder von Anu und ist eher das Gegenteil seiner Adoptivschwester. Sein Zuhause sind die Straßen von Promethea, auf denen er sich mehr als gut auskennt. Egal wo er hingeht, hinterlässt einen bleibenden Eindruck, wenn vielleicht auch nicht immer den besten, und auch er hat so seine speziellen Fähigkeiten. Bücher lesen war vielleicht nie so sein Ding, das hat er lieber Anu überlassen, aber dumm ist er auch nicht gerade. Mit seinem hochmodernen Echodex-Gerät, das er immer dabei hat, weiß er immer, was gerade auf dem Schwarzmarkt so abgeht, und wenn man irgendetwas gehackt werden muss, um irgendwo reinzukommen, weiß er zu helfen. Octavio ist manchmal ein wenig von sich selbst überzeugt, was er aber auch sein muss, denn schließlich wünscht er sich eine Zukunft, in der er zu den Reichen und Berühmten gehört. Naja, und dann haben wir noch Fren, oder genauer gesagt, Fren Miskovic. Fren ist die Besitzerin von Fren's Froguts, einer Frozen Yogurt Bar auf Promethea, die sie von ihren Eltern übernommen hat, die, wie viele andere, auch der Belagerung von Promethea zum Opfer gefallen ist. Als ihr Laden von einem Malivan-Laser getroffen und verwüstet wird, wird Fren sauer, da nicht mal ihre Versicherungsgesellschaft den Schaden übernehmen will. Sie hat für ihre Zukunft also erstmal nur eins im Sinn, und zwar Susan Coldwell, der Geschäftsführerin von Tedion, in den Hintern zu treten, die scheinbar für den Angriff auf Promethea verantwortlich ist. Auch Fren besitzt spezielle Fähigkeiten, die ihr im Abenteuer helfen können, so besitzt sie nicht nur eine ganze Reihe an Gadgets, die in ihren Hoverstuhl integriert sind, sondern sie hat auch einen starken Willen, den sie durchsetzen will, wobei sich hier lieber niemand in den Weg stellen sollte. Im Charaktertrailer, den wir vor einigen Stunden bekommen haben, erfahren wir nicht nur etwas über unsere drei Hauptcharaktere, sondern man sieht noch ein paar andere NPCs des Spiels, die jetzt auch offiziell einen Namen haben. Es gibt den Tink Raiden oder Radon, den man auch schon in einer Szene des ersten Trailers sehen konnte und der mich irgendwie an eine Mini-Version von Salvador erinnert. Es gibt den NPC Lore, der hier in Friends Laden steht und eventuell so eine Art Kopfgeldjäger ist. Es gibt Diamond Danielle, die man im ersten Trailer nur von hinten gesehen hat, als sie neben Lou stand. Das Psychomädchen Stapleface, die in der Story wohl so einiges mit Anu zu tun hat. Enk, der auf jeden Fall kein so nettes Kerlchen ist. Und Reese, den wir schon aus Tales from the Borderlands und Borderlands 3 kennen. Das erste Gameplay gab es gestern, wie gesagt, auch
auch schon in einem 18-minütigen Video und auch hier gab es so einige coole Dinge zu finden. Das Gameplay startet im Keller von Fran's Frogwoods nach dem Angriff von Tedior, wo Fran, Anu und Octavio die Kanalisation von Promethea durch einen Geheimgang von Fran betreten. Nach einigen Sekunden bekommt Octavio einen Anruf auf seinem Echodex-Gerät, das er am Arm trägt, von einem Charakter namens Paco, der ihm den Rat gibt, lieber leise an den Tedior-Truppen vorbeizuschleichen. Es gibt eine Entscheidung, die wir treffen müssen und die darüber entscheidet, wie wir weiter vorgehen. Solche Entscheidungen werden wir im Spiel immer wieder treffen müssen, wobei wir nicht alle Zeit der Welt haben, sondern uns immer relativ schnell entscheiden müssen, bevor der Timer unten im Bild abläuft. Quicktime-Events haben im Spiel spürbare Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte und entscheiden auch über verschiedene Lösungswege und das Ende des Spiels. Wir können uns ein wenig später also zum Beispiel entscheiden, ob wir in der Kanalisation an den Tedior-Truppen vorbeischleichen, um einen Kampf aus dem Weg zu gehen, oder ob wir die Truppen leise aus dem Weg räumen, wobei wir in der Szene auch schon eins von Fran's Gadgets sehen können. Die Entscheidung fällt auf Octavios Plan, an den Truppen vorbeizuschleichen, der aber auch scheitern kann. Neben vielen Entscheidungen, die man im Spiel treffen muss, gibt es nämlich auch andere Quicktime-Events, die scheitern können und die eigentlich geplante Ideen zunichte machen können, wenn man mal nicht schnell genug reagiert. Der Schleichversuch von Octavio, der schon hart an Metal Gear Solid erinnert, wie ich finde, geht natürlich schief und es kommt zu einem Kampf zwischen Octavio und dem Tedior Badass Superfan. Durch den nerdigen Kampf zwischen den beiden, den sie mit den Wortländer-Figuren austragen, die man im Spiel bekommen kann, sieht man ein paar ziemlich interessante Dinge zu den Figuren. Wir sehen hier nicht nur einige der Figuren, die es im Spiel gibt, hier also Fong, Salvador, Amara, Zane, Vasquez und Fleck, sondern man sieht auch noch, dass es vermutlich 18 verschiedene Figuren im Spiel geben wird. 6 Figuren sind schon aufgeführt, fehlen also noch 12. Eine Figur von Zero aus Borderlands 2 oder 3 konnte man schon im ersten Trailer sehen, weswegen man vermuten könnte, dass sie eine der 12 Figuren sein wird. Und da wir dann mit Zero und Salvador schon 2 Kammerjäger aus Borderlands 2 haben, könnte es auch die anderen Kammerjäger aus Borderlands 2 im Spiel geben. Dann hätten wir also Zero, Axton, Krieg, Maya und Gage. Bei den Borderlands 3 Kammerjägern fehlt dann noch Maus, womit dann nur noch 6 Figuren übrig bleiben würden. Die verschiedenen Figuren haben außerdem verschiedene Seltenheitsstufen. Wie die Ausrüstungsteile in den Borderlands spielen, so hat die Figur von Zane zum Beispiel die Seltenheit Stufe ungewöhnlich, also grün, die Figuren von Vasquez hat die Stufe selten, also blau, und die Figur von Fong hat die Seltenheitsstufe legendär, also orange. Ob man noch weitere bzw. höhere Seltenheitsstufen bekommen wird, weiß man noch nicht, aber ich finde, Claptrap hätte Rainbow verdient. Das Kampfsystem der Wortländer-Kämpfe sieht man dann auch schon direkt, wobei man sogar Special Moves bekommt, wie den Action-Skill von Amara zum Beispiel. Durch Kämpfe im Spiel kann man dann, sofern man die Kämpfe gewinnt, weitere Figuren gewinnen, die man noch nicht hat, die man dann in späteren Kämpfen selbst einsetzen kann. Wir erfahren im Gameplay nach dem Kampf, warum sich Tedior nach Pandora begeben hat, und zwar, wie soll es auch anders sein, geht es natürlich um eine versteckte Kammer. Tedior, die ja eher nicht den besten und angesehensten Namen unter den Waffenherstellern des Borderlands-Universums haben, ist wohl auf der Suche nach einer Kammer, die etwas für Tedior Wertvolles verbergen könnte. Nachdem 3 Tedior-Soldaten die Kammer geöffnet haben, sieht man iridianische Wächter an einer fast kinoreifen Szene, die ich euch mal eben einblende, weil ich finde, das ist echt eine coole Szene, die zeigt, dass das Spiel nicht nur lustige Seiten hat. I see something! Wait, wait! Hold on a second! I think I've done it! Yes! It's opening! Yeah! Doug? Doug? No, wait, isn't it Anthony? Anthony! Doug Anthony! It is now or never. Let's go, let's go! Wait! Oh boy. We better call for backup. Confirmed! Going for backup! It's okay, no big deal. Just a couple of alien warriors. Pretty sure they didn't see us. Nach dieser Szene und ein wenig Diskussion darüber, wie sehnlichst Octavio in die Kammer möchte, lernen wir einen weiteren NPC kennen, der vielleicht nicht die größte Rolle spielen wird, aber man weiß ja nie. Das Ratch-Haustier von Paco, der am Anfang des Videos mit Octavio geredet hat, heißt Juniper und kommt unseren Freunden zu Hilfe, indem er eine Öffnung findet, durch die Anu und Octavio durchschlüpfen können, um später gemeinsam mit Fran die Kammer zu betreten. Das Spiel hat, wie ich finde, in den kurzen 18 Minuten schon ein paar ziemlich coole Borderlands-typische Gags und Blut, aber auch ein paar Stellen, die ernsthafter bzw. erwachsener wirken. Was bei solchen Szenen neben der Musik wohl auch hilft, für Spannung zu sorgen, ist das neue Gesichtserkennungssystem, das zum ersten Mal in einem der Borderlands-Titel verwendet wurde.
Tales from the Borderlands spielt zeitlich im Übrigen knapp ein Jahr nach den Geschehnissen vor Borderlands 3, was auch erklärt, warum Kammerjäger wie Zane und Zero auftauchen und was eventuell auch etwas mit der Geschichte von Stapleface zu tun haben könnte. Anu, die man im Gameplay und im Trailer mit einer Art Waffe in der Hand gesehen hat, ist eigentlich eher das Gegenteil von einer Waffenliebhaberin, was bedeuten könnte, dass es eben auch keine Waffe ist, was sie bei sich hat. Viel mehr Sinn macht es nämlich, dass sie als Wissenschaftlerin, die die Gewalt ausmerzen möchte, eine Art Pistole erfunden hat, die Psychos wieder zu normalen denkenden Menschen machen kann. Das würde nämlich auch erklären, an was sie bei der Atlas Corporation arbeitet und warum sie sich selbst in ein Psycholager zu Stapleface begibt. Aber ganz so lange wird es jetzt ja nicht mehr dauern, bis wir das genauer herausfinden werden. New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober für den Epic Game Store, auf Steam, PS4, PS5, Xbox Series X und S, die Xbox One und später auch für die Nintendo Switch. Vorbestellbar ist das Spiel auch schon seit knapp einer Woche in der Standard- und Deluxe-Edition. Den Link zur offiziellen Seite habe ich euch mal in die Infobox geschmissen, wo ihr euch das Spiel vorbestellen und so einige Infos zum Spiel finden könnt. Wie gesagt, falls ihr das Gameplay-Video und den neuen Charakter-Trailer der Packs noch nicht gesehen haben solltet, da aber mal reinschauen wollt, findet ihr beides auf meinem Kanal. Bis hierhin soll es das aber auch schon wieder gewesen sein mit allen aktuellen Neuigkeiten zum neuen Borderlands-Titel. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir wie immer gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zusehen, passt auf euch auf und haut da rein!